Kälte wird jetzt weichen. Der Zyklus ist zu Ende. Lasst uns vollbringen die Wände. Sie werden euch bald sehen, ihr Gnome und ihr Feen, ihr Erdenhüter und ihr Zwerge. Seid gegrüßt zu Land und Berge. Ich kam aus einem Reich ohne Grenzen, mit überdimensionalen Kompetenzen. Ich war nicht nur Herr über Leben und Tod, niemals gab es auch nur irgendeine Not. Ich konnte jeden Energieknoten lösen, auf der Erde auch die Bitterbösen. Ich half den Wesen, ihre Emotionen zu befreien, ja, sie auf der Erde einzuweihen. Als die Schwingungen sich hier reduzierten, Angriffe aus der Dunkelheit passierten, verlor ich meine Kräfte mehr und mehr. Mein Vertrauen schwand ohne Gegenwehr. Ich fühlte mich schuldig, verantwortlich dafür, meine eigenen Emotionen wie ein Geschwür. Ich wollte in die tiefsten Tiefen gehen. Alles, was da geht, ja, das hab ich gesehen. Mit so viel Emotionen. Der Adler fliegt wieder über mir. Das heißt, es wird sich lohnen. Jetzt ist es Zeit für mich umzudenken, mir meine Kräfte selbst zu schenken. Ich erinnere mich, wie ich meine eigenen Knoten löse, anzuerkennen, dass weder gut noch böse. Loszulassen und mich zu entspannen, zu sehen, was wir aus der Krise gewannen. Zu vertrauen, dass ich überlebe, wenn ich mich ganz dem Leben hingebe. Und häng ich wieder mal im alten Spiel fest, dann spüre ich tief in mir, das ist der nächste Test, um Klarheit zu üben, bei mir zu sein. Ich finde meine Wahrheit und lass das Alte sein. Und ist es für mich nicht stimmig, so zu sein, dann sag ich einfach nein. So will ich nicht mehr sein. Ich lass es los, es ist vorbei. Ganz schwerelos bin ich wieder frei. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Weise mit euch kommunizieren können. Ja, wir waren schon sehr oft One Spirit und haben viele, viele wunderbare Begegnungen gehabt in unseren Workshops am Stand. Und wir sind sehr, ja, in Verbindung auf einer Ebene mit all dieser Schwingung, diesen Frequenzen, die da sein dürfen. Ja, und dieses Jahr haben wir vorher schon gewusst und gespürt, Informationen bekommen aus der geistigen Welt, dass es ein Jahr sein wird, wo wir mehr und mehr uns aufs Wesentliche konzentrieren, wo es nicht so drum geht, nach außen zu gehen, wo wir wirklich auch so Möglichkeiten finden, uns mit unserem Urkern, unserem Ursein wieder in Verbindung zu setzen. Aber natürlich ist es schmerzhaft, in Anführungszeichen schmerzhaft, weil so vieles Altes hochgekommen ist, so viele Ängste in vielen, vielen Seelen sich ausgelöst haben. Aber all das hat Methode und das kann man einfach ganz klar erkennen in diesen Schwingungen, die wir dieses Jahr einfach vom Kosmischen bekommen haben. Schwere Angst und Ohnmacht installierten wir mit Bedacht. Unsere kosmischen Missionen, das Erforschen der Emotionen. Die Forschung ist beendet, 4D wird ausgeblendet. Die Schleier werden fallen, nicht nur von uns, sondern von allen Seelen. Ja, und man kann nicht einfach mitspielen oder weiter Kompromisse eingehen, weil es genau das ist, was uns hierher geführt hat. Dass man immer versucht hat, irgendwie zu überleben in dem ganzen Spiel,
Aber wir wissen, dass dieses Zeitalter, was das beinhaltet hat, zu Ende ist. Und das ist das Wichtige. Von daher wird auch das Mitspielen, das Kompromisse machen, nicht mehr unterstützt. Das geht nach hinten los. Es wird einfach deftiger. Es geht an unsere Schmerzgrenzen von dem, wo wir sagen, willst du dich noch weiter verbiegen? Willst du noch weiter gegen deine Wahrheit leben? Und das geht vor allem spirituelle Seelen an, ja, die sich nämlich erinnern. Die erinnern sich an den Anfang. Die erinnern sich an die Zeit, wo wir noch all das wussten, wo das Paradies auf der Erde war. Und bis dann allen klar war, im Grunde, jetzt geht's eine ganz lange Zeit um eine tiefe Forschung im emotionalen Feld. Und die ist jetzt beendet. Jetzt wird zurückgebaut. Und das mit aller Kraft der Planeten, der geistigen Welt und der vielen Seelen, die jetzt hier auf der Erde einen richtig guten Job machen. Genau. Und zwar auf beiden Seiten. Ja, ich meine, die dunkle Seite gehört auch dazu. Ja, was weiß ich, auch eine Merkel macht einen super Job für uns, um zu merken, wow, was ist denn Regierung? Ich meine, eine ganz ähnliche Energie haben wir so oft immer wieder erfahren. Ja. Ganz genau. Also von dem her ist die dunkle Seite einfach ein Anteil in uns, der durch die Zeit wie abgespalten war und der sehr viel Angst trägt. Es ist nichts anderes als Angst, was wir dunkel nennen. Und diese Angst wurde in diesem Jahr nochmal hochgekocht, und zwar weltweit. Das heißt, jede Seele wurde irgendwann damit konfrontiert, mit diesem Grundthema, womit sie auf die Erde gekommen ist. Und wir haben so im Dezember 2019 plötzlich so einen Rückenwind bekommen, jetzt macht viel online, geht, ja, und die Reisen werden nicht stattfinden, es wird nicht gehen. Und wir haben uns sehr gewundert, wir wussten nicht, warum passiert das, ja, dass wir so einen Rückenwind bekommen, andere Wege zu wählen. Dann ist es uns aber klar gewesen, ja, und das sieht man in dem Ganzen, dass es geplant war, dass es einfach von allen Ebenen an der Zeit war. Als wir viele Vorträge gehalten haben, gerade so zwischen 2012, 2015, haben viele Menschen gesagt, wie gibt's das? In uns passiert so viel, wir lösen so viel, wir transformieren, aber was ist mit all dem im Außen, das politische System, alle Hierarchien, alles bleibt so. Nichts bewegt sich, alles funktioniert. Und ich habe nur gesagt, wartet auf 2020. Da war einfach zu sehen mit dieser Konstellation in Steinbock, dann wird das Ganze mal absurd, kocht hoch, wird sich auf eine Art und Weise zeigen, die uns sehr überraschen wird mit diesem Uranus im Stier. Ja, und es war wahrlich eine Überraschung, weil es hätte auch noch viel, viel schlimmer und anders sein können. Es hätten Kriege passieren können und, und. Also es ist immer noch eine Art und Weise, mit der wir handeln können, also mit der wir umgehen können. Das ist immer noch eine Ebene, die uns zwar sehr, sehr trifft und vieles an Todesangst, Existenzangst in den Seelen hervorruft, dennoch ist es immer noch in einem Rahmen, der uns Raum lässt. Vor mir ein dunkles Trümmerfeld. Ist das wirklich meine Welt? Hab jahrelang damit verbracht, zu viel aus dem Kopf gemacht. Statt zu fühlen, was ich will, was mein Herz mir wirklich sagt. Und plötzlich wird es in mir still und vor mir liegt ein neuer Tag. Und für all die, die verstehen, dass es ein Übergang ist, dass es jetzt nicht das ist, dass wir in diese neue Weltordnung, ja, dieses alten Systems reingehen, wo die gedacht haben, hey Mensch, wenn wir hier noch weiter bestehen wollen, dann müssen wir jetzt richtig deftig werden, weil die ja auch gemerkt haben, dass die Leute aufwachen, ne? Nee, es ist nur ein Übergang. Und dieser Übergang, der beinhaltet halt vor allem, dass die Spiegelwelt, also all das, was wir hier kreiert haben, uns
die dunkle Seite nochmal explizit spiegelt. Das ist genau das, was in uns allen, auch schon seit langer Zeit, jeder, der sich entschieden hat, in die, also einfach zu erwachen und einen spirituellen Weg zu gehen, der hat es als erstes in sich gemerkt, ja, dass in dir alles Dunkle hochgekocht ist, dir immer wieder aufs Tablett gelegt worden ist. Und das sind die Seelen, die ja auch jetzt bereit sind und sich auch wieder in so einem Kongress treffen, ja, und sich austauschen, ne? Wie geht's denn weiter? Jetzt spüre ich so tief in mir diese Vision, wie das Leben miteinander auf der Erde in Wirklichkeit funktionieren kann. Da gebe ich meine Energie hin, alles andere macht keinen Sinn. Ich lasse in Liebe gehen, was nicht für mich schwingt. Ich öffne mich dafür, wo mein Herz vor Freude singt. Wenn ich für mich gehe, werde meine Träume wahr. Für den Neuanfang braucht es mein klares Ja. Ja, denn letztlich ist das, was jetzt geschieht, eigentlich nur eine Rückführung in unseren Urkern. Das heißt dann, was wir dunkel nennen, ist das, was glaubt, getrennt zu sein. Und genau diese Trennung wird aufgehoben. Wir gehen in ein tiefes Wissen wieder, in unsere Urweisheit von Verbundenheit, von Einheit. Und natürlich zeigt sich das, was einfach nicht in diese Einheit mit hineingenommen worden ist. Und jetzt geht es darum, dass sich eben diese Polarität in der Mitte findet, in der Mitte vereint. Das nennt man die fünfte Dimension. Die Liebe eint die Polarität, um diese Grundweisheit, dieses Grundschwingen in deiner Frequenz wieder ganz zu stabilisieren. Ja, und das ist das, wofür das Rainbow Spirit oder One Spirit die ganze Zeit überstand. Da haben sich Menschen getroffen, die wussten, hey, when the moon is in the seventh house, ja, wir gehen in ein neues Zeitalter über, ja? Und jetzt können wir doch nicht da, wo es passiert, plötzlich sagen, um Gottes Willen, hey, lass uns im Alten bleiben. Nein, das Alte wird nicht mehr kommen. Und das Alte ist so uralt, dass es schon kracht, ja? Diese Mechanismen, die wir heute erfahren, diese Übergriffigkeit und all das, das haben wir erforscht, das war immer wieder zutiefst auf der Erde da. In so vielen Leben sind wir aus dem Leben gegangen mit diesem Gefühl, um Gottes Willen, was ist hier auf der Erde los? Ja. Genau, und jetzt eint sich in uns genau dieser Weg auf der Erde und wir gehen in eine tiefe Akzeptanz, in eine Annahme, in ein Einverstandensein. Gerade wir Pioniere werden immer stabiler. Es ist, dass wir einen Raum jetzt eröffnet haben, in dem wir schon sehr, sehr klar und ausgerichtet schwingen. Und gleichgültig, was da im Außen gerade passiert und wie die Wellen hochschlagen, ist in den meisten Seelen, die lange unterwegs sind, die erwachen, ja, ein ganz, ganz großes, tiefes Ja zur Erde. Und es war genau das, worum es ging, dass wir dieses Ja wieder haben zu unserem Weg, zu unseren Erfahrungen auf der Erde, zu all dem, was wir erschaffen haben und damit ganz tief einverstanden sind. Und es heilt sofort all deine Wunden, deine Urwunde. Das funktioniert aber nur, wenn wir quasi im kosmischen Strom schwimmen. Ja, es gibt verschiedene Ströme hier auf der Erde und was jetzt gerade wieder ganz irre ist, ist dieser Mainstream, also dieser Gesamtstrom, den man uns immer einredet. Ja, da, mach das, was alle tun, dann bist du gut, dann bist du in Harmonie mit dem Ganzen. Aber es gibt was anderes, was wir ja auch alle wissen, der kosmische Strom. Und in den vergangenen Zeiten wurde das Dunkle noch, das hat unheimlich Energie gehabt. Das wurde auch gefördert, weil es ja noch zu unserer Forschung dazugehört hat. Also so die letzten Leben, ja. Und jetzt dreht sich das nämlich genau um.
Und immer wenn man gegen den Strom, also gegen den kosmischen Strom schwimmt, dann braucht es enorm Energie. Und das ist genau das, was jetzt passiert, dass das alte System immer mehr Energie benötigt, um das alles aufrechtzuerhalten. Und im Gegensatz zu denen, die im kosmischen Strom schwimmen, also einfach wissen, wo die Reise schon hingeht, ja, weil es ja in den Sternen geschrieben steht, die bekommen unendlich Rückenwind, fangen an zu surfen, lieben die Stromschnellen und sagen, ja, das gehört doch alles dazu. Und das ist genau unsere Kraft, die wir jetzt haben. Hey, hast du das schon gewusst? Das stimmt gar nicht, dass hier alles schwer sein muss. Das ist ein altes 3D- und 4D-Framing. Aber das haben sie jetzt beendet. Alles darf leicht sein, wenn ich mich dafür entscheide. Selbst wenn ich allgemein heute mal lieber leide, dann nehme ich es in Liebe an und leide bewusst. Ja, heute liebe ich mich und ich liebe meinen Frust. Ach nee, oh nee, oh, da haut's mir nieder. Warum jetzt? Warum hier? Warum ausgerechnet mir? Was soll denn das schon wieder? Und so geht's letztendlich zur Zeit. Oder natürlich ging es immer darum, aber es geht um den Fokus, den du setzt. Es geht um den Fokus, was gibst du Energie, wo lässt du dich noch in Bewegungen, Emotionen bringen, wo siehst du, wo Resonanz ist, wo dein Herz aufgeht, wo Freude ist, wo es leicht geht, wo all das, was du auf der Erde geben wolltest, in Visionen sich wirklich umsetzen kann. Wo ist da dieser Strom, dass du da dich ausrichtest und Energien reingibst? Und was wir ganz viel jetzt einfach immer wieder gesehen haben in diesem Jahr, ist dieses ganz starke Kämpfen. Ja, ob das in Facebook ist, ob das an Menschen, die uns begegnen, die so, da muss man was tun und ja, und da ist das und das wieder geschehen und da ist das. Ja, natürlich, auf der Ebene Erde in diesem Spiel ist alles Mögliche, vielleicht ungerecht, vielleicht nicht verstehbar oder geht es auch darum, dass man sich mal hinstellt. Aber es gibt ein anderes Reich, einen anderen Raum, in dem ist alles, alles genauso richtig, wie es sein soll, denn es läuft sich aus. Ja, und Liebe ist nicht Kampf. Du kannst nicht für die Liebe kämpfen. Das konnten wir noch nie. Klar, haben wir das immer geglaubt. Denn überall, wo gekämpft wird, wird institutionalisiert. Und das ist auch heute wieder so. Also egal, auf welcher Seite du stehst, in dem Moment, wo du kämpfst, wirst du institutionalisiert, wirst quasi von anderen gelenkt. Und genau das ist das, was nicht mehr funktioniert. Was funktioniert für Spirituelle, ist unberechenbar zu sein. Nicht mehr berechenbar, nicht mehr in den Kampf zu gehen. Plan B, C, D, E, F zu wissen. Ja, das, was wir doch auch wissen, Mensch, oh, da ist eine Tür zu, naja gut, dann weiß ich, da sind 10 andere offen, die viel besser passen, weil sie im kosmischen Plan sind. Wenn ich aber vor der Tür stehe und dagegen boller die ganze Zeit, na, dann gebe ich der Tür alle meine Aufmerksamkeit und alle anderen Wege sind für mich verschlossen. Ja. Ich finde, dass du das immer so schön in diesem Beispiel sagst, dass es so ist, wie wenn wir in diesem Jahr. Und es passt auch sehr gut mit der Steinbock-Energie, wie wenn wir in diesem Jahr einen riesen Felsbrocken vor uns hingestellt bekommen. Ja? Ja. Du kannst mit einem Felsbrocken antworten, da gibt es einfach nur eine große Kollision, aber es passiert nichts, der Felsbrocken weicht nicht. Aber du kannst sein wie Wasser. Du kannst sein wie Wasser, das außen rumschwimmt und sich seinen Weg bahnt. Den Weg, der vom Gefühl her stimmt. Ja, ich sage das immer als das Wasser kann ja, wir sind Wasser, ja, im Grunde. Wir bestehen ja auch aus Wasser. Und dieses Wasser kann verschiedene Aggregatzustände haben. Und das liegt an der Schwingung. Das heißt, bist du unheimlich kalt als Wasser, dann bist du Eis. Und dann wirst du gegen diesen Felsbrock dotzen, liegen bleiben, zersplittern, je nachdem, ja.
Aber in dem Moment, wo du dich höher schwingst, also wärmer wirst, kannst du schon drumherum fließen. Da kann das Wasser unendlich viele Wege finden. Und das ist die Liebe, ja? Und dann, was die fünfte Dimension? Ja, das ist gasförmige Fliegen, Leute. Halleluja! Oh, die Welt ist sowas von im Wandel für diese wunderbaren Seelen, die jetzt kommen. Und wir, die Pioniere, sind dafür da, die Frequenz der Leichtigkeit zu generieren, um sie gebührend zu empfangen. So singt es laut. Ich hab es leicht in meinem Leben. Es reicht zu fliegen und zu schweben. Ganz genau. Ja. So einfach ist es und so einfach ist es wirklich. Es geht um Schwingung hier. Es geht um Schwingung und in der Resonanz bekommst du genau das, was dieser Schwingung gerade entspricht. Das merken wir jeden Tag, wenn wir sehr niedrig schwingen, was auch gut ist, was es total braucht. Ja? Also wir sind nicht so niedrige Schwingung schlecht, hohe Schwingung gut. Aber es ist einfach so, du kriegst Antwort. Du kriegst Antwort und du kannst mit dieser Antwort sehen, was gerade bei dir ist und wie du wiederum darauf antwortest, weil genau das ändert den Kreis, ändert das, was du auf der Erde wirklich geben möchtest. Ja, das Verrückte ist, im Moment ist irgendwie wie alles umgedreht. Merkt's halt, ne? Es ist alles, also was weiß ich, die Bösen behaupten, dass sie gut sind, die Guten werden gesagt, das sind die Bösen oder oben ist unten und irgendwas. Und das ist auch genau das, was die Energie angeht. Das heißt, eigentlich, was jetzt kommt für uns alle, ist, dass sich die ganzen Gruppen finden, dass es eine unheimliche Vernetzung geben wird. Und was ist im Außen? Wir sind alle isoliert oder glauben es zumindest. Ja, in Wirklichkeit sind wir ja gar nicht isoliert, weil wir haben andere Wege gefunden. Und in diesen Wegen, also das Online-Sein miteinander, mit Zoom, mit kleinen Kongressen, mit all dem, da passieren ganz tiefe Sachen. Wir beide haben eigentlich komplett die Behandlungen, die wir hier normal im Raum machen, physisch am Menschen eine Stunde da mit dem durch alle Leben durchgehen und wirklich tiefe Arbeit machen. Wir hätten uns das nie vorstellen können, dass wir das über Zoom hinkriegen, ja, oder mittlerweile auch WhatsApp oder sonst was. Also wir können hier im Studio jedes Format bedienen und trotzdem einen unheimlich tiefen Raum der Liebe aufbauen, wo auf der anderen Seite es genauso funktioniert. Ja? Es sind doch immer unsere eigenen Grenzen, die uns irgendwas verbieten dabei. Ja. Ja? Und so werden im Weiteren, jetzt in den nächsten 2 Jahren, wird eine komplette Umwälzung auf der Erde sein. Es wird jetzt wie korrigiert, dieses Feld, was uns jetzt so lange genervt hat und jetzt so seinen Höhepunkt hat, ja. Und da werden Räume geöffnet, da wird es neue Möglichkeiten von Festivals, von Communities geben, ja, die aber auch alle von der Frequenz überprüft werden. Es wird nicht mehr die Führer geben, es wird nicht mehr die Chefs geben, wie in den alten Festivals oder so, wo einer sagt, was hier geschieht, oder auch die Hierarchien werden fallen, dass der einfach hier, wow, der Gehypte ist, wo alle hinwollen, und der andere ist, der muss halt warten, bis er auch mal drankommt oder so. Das sind alle Sachen, wir werden lernen, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist was in Salimutra von Anfang an wirklich eine ganz wichtige Sache von uns ist, dass wir das geschafft haben und mittlerweile auch ein Team, also eine Gemeinschaft, sich
gefunden hat, wo Menschen genau auf dieser Augenhöhe wirken. Ja? Wir haben jetzt gerade einen eigenen Online-Kongress gemacht und da durften all unsere Leute sich auch zeigen und das wird immer mehr. Jeder, der bei uns in der Begleitung ist, wird irgendwann mit seiner Essenz und mit dem Wissen von Salimutra einfach lehren dürfen, sich zeigen dürfen. Genau. Ja, weil sehr viele Seelen jetzt nur noch das eine Sehnen haben, in die Essenz zurückzukehren und diese Essenz zu verströmen, zu geben. Es gibt keine größere Freude, wenn du in deinem Element schwingst, in deiner Essenz, in dem, was du als Auftrag hast auf der Erde und nicht als so einen Übergeordneten von oben, ich muss das erfüllen, sondern deine Essenz ist, wo du zutiefst, zutiefst in dir mit allem einverstanden bist, mit allem in Freude bist, mit allem, was du bist, dich zeigen möchtest und das, was in dir ist, einfach nach außen fließt. Und man sieht jetzt in diesem Jahr, dass es einfach von den kosmischen Einflüssen darum ging, wirklich, dass viele, viele zu sich finden, dass viele auch die Wahrheit suchen in sich. Es gibt ja so viele Meinungen, so viele Informationen. Was ist es denn für mich? Was ist mein Gespür, mein Gefühl in dem Ganzen? Was braucht es wirklich? Und man sieht, dass diese Entwicklung oder diese Herausforderung nun schon langsam im Dezember endet. Also darum finde ich es auch sehr, sehr schön, was da jetzt so von vielen Menschen in die Welt gesetzt wird, weil es endet im Dezember diese ganz, ganz starke Zurückgenommenheit von Energie, von Freude, von nach außen sich bewegen auch und wird dann sich öffnen in eine Gemeinschaft hinein, in ein Miteinander. Mitte Dezember geht Saturn, Jupiter in Wassermann, machen dann eine Konjunktion an Sonnenwend, was ganz, ganz wunderbar und energievoll ist. Und damit wird wirklich was Neues eingeläutet. Wir sind jetzt wieder in der Lage dann, uns auf die Zukunft auszurichten. Wir waren in diesem Jahr beschäftigt in erster Linie mit Aufarbeitung, mit Nacharbeiten von vielen Jahrtausenden. Und jetzt geht's auf in die Zukunft. Jetzt geht's auf darin, gehen wir auf darin, unsere Visionen jetzt auf die Erde zu bringen. Ja, und denk dran, dass viele Termine aus unserer normalen Zeitrechnung wirklich ein Fake sind. Also zum Beispiel Silvester, das stimmt nicht. Das ist kein Termin, wo man jetzt sagen kann, da ist ein Neuanfang. Das ist einfach ein errechneter Termin. Das ist ein Termin der Matrix, könnte man sagen, der überhaupt keinen Bestand hat, noch nie hatte. Deshalb ist man auch nach Silvester immer so, oh, ist gar nichts passiert. Ja, oder was man sich da vornimmt, das ist auch nicht so. Eigentlich ist Silvester so 2 Wochen später. Da wäre es jetzt von den Sternen, wo man wirklich sagen kann, hey, unser ganzes kosmisches System macht einen Neuanfang, geht in eine neue Runde. Mhm. Ja, und da auch immer wieder klar spüren, so das Althergebrachte an Ritualen, an Zeremonien, auch da braucht es neue Wege, ja, die nicht darum gehen, das war schon immer so, das ist Tradition oder so. Nee, wir wollen ja nicht in den alten Traditionen bleiben, ja. Wir wollen wirklich was Neues auf der Erde erschaffen. So habt den Mut, wirklich immer ganz tief zu spüren, stimmt es jetzt, an dem Termin was zu machen oder so. Ja, also mehr frei sein, mehr fließen. Ich fließe meinem göttlichen Plan, im Jetzt wie von Anfang an. Es ist, was ich jetzt wirklich machen kann, indem ich mich wieder tief entspann. Denn ich bin hier, um mich zu erinnern, welche Ängste meine Liebe mindern, die Welt für uns neu zu erfinden und mich mit ihr tief verbinden, meinen Seelenplan
zum Ziele bringen, mit dem großen Ganzen in Liebe schwingen, für uns heilende Lieder singen, sodass wir den Aufstieg jetzt vollbringen. Im göttlichen Plan, frei und spontan, wird alles getan, was momentan sein kann, da glaub ich dran. Ja, denn es geht im Endeffekt wirklich nur noch darum, was ist deine Intention hier auf der Erde? Was ist dein tiefstes Sehnen? Was ist das, wo du spürst, wo dein Herz aufgeht, wo du weit wirst, wo etwas in dir ganz Ja sagen kann? Und das wird jetzt von der geistigen Welt oder auch von deinem innersten, bewussten Kern zutiefst unterstützt. Alles andere bekommt wirklich Bremsspuren. Es ist, als ob du mit angezogener Handbremse fährst. Alles möchte, dass wir in dieser Essenz verweilen können. Dass wir nicht wie in Wellen immer wieder rausfallen, sondern dass wir zutiefst in uns wissen, das ist es. Und das ist diese Freude, auf der Erde zu sein, einen Körper zu haben, mit allen Sinnen Leben zu erfassen, lebendig zu sein. Das ist unser aller tiefstes Sehnen. Es kommen sehr, sehr viele Menschen zu uns, und was uns zutiefst berührt, ist, wie viele bereit sind, zutiefst bereit und ganz, ganz offen sind für alles, was sie dazu benötigen, um diesen Weg auch zu gehen. Ja, und selber, wir haben ja letztes Jahr 2 Bücher herausgebracht. Ich denke, das war am letzten One Spirit Online, wo wir ja dabei waren mit Video. Mhm. Da haben wir, glaube ich, das den Ruf der Liebe noch zeigen können. Das ist nämlich im Grunde im Jahreswechsel ist es rausgekommen. Also nach Seelenessenz und Urwunde, unser Buch Ruf der Liebe, wo es noch mehr um das Kollektive geht. Seelenessenz und Urwunde, da geht es wirklich ganz klar um deinen Auftrag, um deine Urwunde, um deine Essenz. Und dann gibt es aber, dass wir ja auch kollektiv durch die gleichen Frequenzen hindurch wandern. Und da ist Ruf der Liebe, wo es wirklich um das Miteinander geht. Ja, die Frequenzen nochmal sehr klar beschrieben werden. Und was jetzt in Arbeit ist, das ist im Grunde schon das neue Zeitalter. Das ist genau das, was wir jetzt miterleben. Das Patriarchat stirbt. Und was kommt? Es kommt was ganz Neues. Und da ist die Lilith, also das, was eigentlich die wahre Frau ist, ja, die wahre weibliche Energie, die gerufen wird. Und das ist der Lilith-Punkt in deinem Horoskop, ja. Und das heißt, jeder wird überprüft, wo dienst du noch dem alten Patriarchat, wo bist du noch bereit damit, ja, zu sein und wo bist du bereit, jetzt wirklich diese urweiblichen Energien wieder auf die Erde zu lassen, egal ob du eine Frau bist oder ein Mann, wir haben doch alles durchlebt, wir waren immer beides, ja, und so hat jeder jetzt mit seinem Körper, mit seinem Sein hier auf der Erde, wird da ganz tief überprüft, und das ist das nächste Buch, was kommt. Genau, ja, und da sind wir gerade beschäftigt, viel zu forschen. Was ist denn diese weiche, weibliche und doch so kraftvolle, flüssige Energie, die jetzt so unsere Fundamente unterspült, ja, und uns so ruft, ja, wieder nach unserem Gefühl zu leben, aus all dem aktiven Tun mal ein bisschen Abstand zu nehmen und zu spüren, was brauche ich denn wirklich? Und einfach auch zu vertrauen wieder, dass es aus uns selbst heraus entsteht, was richtig ist. Dieses Feld wird gerade geboren, und da sind wir gerne Geburtshelfer dabei, ja. Und lieben einfach unser Sein und sind so, so dankbar, zutiefst dankbar, ohne Worte dankbar für all diese Seelen, die mit uns sind oder die wir mit unseren Worten oder mit den Klängen, mit unserem erreichen. Ja,
Und da hat sich letztes Jahr schon, also das Netzwerk bei uns gebildet. Das ist einfach, wir haben auch gemerkt, dass diese Social-Media-Plattformen einfach unheimlich geframed sind, dass da unheimlich manipuliert wird. Und da war klar, hey, wir bauen da was Eigenes und das haben wir auch, wo jeder ein Profil anlegen kann. Und das ist jetzt schon fast 2 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich es programmiert und dann ist ein bisschen gelegen und so. Und jetzt hat sich's gefüllt. Und in diesem Jahr hat es jetzt Kraft bekommen, genau das, was wir wollen, eine offene, unzensierte, unregulierte Vernetzung der Seelen, die mit uns sind. Jeder kann sich da darstellen in dem Netzwerk, ja, und vor allem ganz wichtig, Austausch. Es tut so gut, wenn in dieser Urwundenforschung, wenn du jemanden findest, der mit der gleichen Urwunde konfrontiert ist, ja, und dass man dann sagen kann, hey, wow, ja, und sich austauschen, dann merkst du plötzlich, du bist gar nicht allein, ja. Es gibt viele, die ganz ähnliche Sachen durchleben. Ja, und da laden wir natürlich auch alle ein, gerne reinzukommen, immer die Eva anschreiben, die ist die Wächterin des Netzwerkes und lässt da die Leute rein. Wir wollen einfach ein bisschen wissen, wer da kommt, also auf jeden Fall mal, dass es Menschen sind und nicht so wie in Facebook irgendwelche Bots, Roboter. Ja, es ist momentan wirklich so, dass viele dieser Gemeinschaften entstehen, dass viele Kreise sich jetzt finden und jeder Kreis ist in Resonanz mit bestimmten Seelen und das stimmt absolut. Es geht darum, dass du spürst, wo zieht es mich hin, wo fühlt es sich wirklich frei an oder wo ist da doch wieder etwas, was so eingekastelt wird. Es geht wirklich darum, wo ist Freiheit und Wahrheit, wo ist es? Und da kannst du einfach schauen, auf der ganzen Erde gibt es immer mehr. Und unser Sehnen ist, dass sich natürlich alles dann zusammenfügt, dass er unterhalb, innerhalb dieser Gemeinschaften und im Außen viel, viel miteinander entsteht. Ohne Konkurrenz, ohne dieses Gefühl, man nimmt dem anderen etwas weg, sondern einfach nur, weil wir wissen, dass wir hier Menschen sind, die das Beste auf der Erde versuchen zu leben, jeder in seiner Art und Weise. Ja, und spüren kann das tatsächlich nur jeder selber. Ja. Es ist ein Fake, dass dir jemand anschaffen kann, was du zu tun hast, was jetzt gerade im großen Stil passiert. Die geistige Welt arbeitet mit Emotionen. Und es ist die Frage, welche Emotionen willst du? Willst du weiter in der Angst sein, im Hass, im Kampf, in all den Sachen oder die Liebe, ja? Und das ist das, was du spürst. Das heißt, wenn dir irgendein Angebot gemacht wird oder so, wenn du wie uns jetzt hier reden hörst, wenn du irgendein komisches Gefühl hast, dann kannst du gleich sagen, hey, ist nichts für mich. Oder zumindest jetzt nicht, ja? Dann höre ich mir andere an oder so und es ist voll okay. Denn auch, es gibt keinen Weg, eine Seele in Wirklichkeit zu erretten oder da irgendwie in eine Schule zu schicken und sagen, so, wenn du durch unsere Schule gehst, wirst du erleuchtet. Mumpitz, ja? Leute, sorry, aber jede Seele hat sich diesen Erwachungsprozess absolut genial vorgeplant. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Da können 100 Erleuchtete auf den einschlagen, es wird nichts bringen, ja? Von daher einfach tief entspannen und jeder Einzelne kann sich wirklich nur auf seine Emotionen, sein Gefühl, seine Herzkraft verlassen und dann wird alles gut. Ganz genau. Ja, ihr Lieben, wolltest du noch was sagen? Das heißt, die Eva will jetzt Schluss machen. Dieser Satz, der kommt immer, wenn sie keinen Bock mehr hat. Nein! Ja, genau. Wir sind ehrlich. Nein. wenn sie meint, es ist genug. Enough for today. Wir werden jetzt noch behandeln hier in dem Raum. Ich muss gleich ein bisschen umbauen für unsere Zoom-Sitzungen. Heute haben wir 3 Leute und die Eva hat heute Abend noch einen anderen Kongress. Ihr seht, bei uns rappelt's und wir sind immer wieder gefragt, auf uns aufzupassen, genauso wie ihr. Nicht zu viel zu tun, immer wieder den Rückzug, immer wieder den eigenen Raum suchen, ja.
immer wieder zu wissen, diese Zeit ist nicht umsonst so. Also wenn du zu Hause sitzt und dich grämst und sagst, dann hast du es nicht verstanden. Aber wenn du es als Chance nimmst, wirklich tief in dich zu reisen und vor allem Visionen zu machen, die Pioniere, die Leute, die jetzt hier am Erwachen sind und am Machen sind, die sind dafür da, um zu manifestieren, um die neue Welt zu gestalten. Und das hat was mit Energie zu tun, ja? Weil all dem, was du Aufmerksamkeit gibst, das wird einfach Kraft bekommen. Und das hat das alte System, also wir als das alte System, im alten System haben wir das verstanden. Wir haben es ganz geschickt manipuliert und die Aufmerksamkeit vieler Menschen immer gelenkt. So haben wir Kriege machen können, Revolutionen, ach was weiß ich, was wir alles machen konnten. Ja? Und genau das ist jetzt die große Kraft, dass immer mehr genau aus dieser alten Geschichte aussteigen und das Neue manifestieren, sich wirklich mit aller Kraft und Liebe auf die Vision des neuen Zeitalters, ja, hingehen und das Ganze schon erträumen und sich das gegenseitig erzählen, ja, und vor allem, dass du immer wieder schaust, was ist meins da drin, wie sehe ich mich, wie, an welchem Ort sehe ich mich, wie sehe ich mein Wirken, mit was für Seelen bin ich umgeben, ja, und desto klarer dir das ist und du da auch dafür gehst, dann passiert's, ja, der Weg in die nächste Dimension ist jetzt offen. Der Weg in die nächste Dimension ist nun offen. Gelohnt hat sich mein Sein und mein Hoffen. Das Tor befindet sich tief in meinem Herzen. Zwischen Oktave, Quint und den kleinen Terzen. Der Schlüssel ist meine Liebe zu allem Sein. So erkenne ich der Trennung Schein. Allumfassende Liebe kann ich erzeugen. Mich vor allem Leben tief verbeugen, in Liebe verweilen, solange es sein soll. Und dann kommt wieder der Wechsel nach E-Moll. Liebe es immer wieder auf und nieder aus der Liebe zu fallen. Danke euch für eure süßen Honig-Ego-Strategie-Verzweiflungsfallen. Höre die Fragen der Existenz an mich und antworte von Herzen ja. Ich glaube meiner Führung, der Liebe und mir, so wird es wahr. So wunderbar, so richtig klar, so hammerwahr und immer da. Und interstellar ist es tanzbar, ja tanzbar. Interstellar ist es tanzbar, tanzbar. So gebe ich mein großes Ja. So wunderbar. Der Weg in die nächste Dimension ist nun offen. Gelohnt hat sich mein Sein und mein Hoffen. Das Tor befindet sich tief in meinem Herzen. Zwischen Oktaven, Quint und den kleinen Terzen. Der Schlüssel ist meine Liebe zu allem Sein. So erkenne ich der Trennung Schein.
allumfassende Liebe kann ich erzeugen. Mich vor allem Leben tief verbeugen. In Liebe verweilen, solange es sein soll. Und dann kommt wieder der Wechsel nach E-Moll. Liebe es, immer wieder auf und nieder aus der Liebe zu fallen. Ich danke euch für eure süßen Honig-Ego-Strategie-Verzweiflungsfall. Höre die Fragen der Existenz an mich und antworte von Herzen ja. Ich glaube meiner Führung, der Liebe und mir, so wird es wahr. So wunderbar, so richtig klar, so hammerwahr und immer da. Und interstellar ist es tanzbar, ja tanzbar. Interstellar ist es tanzbar, tanzbar. So gebe ich mein großes Ja. So wunderbar, so richtig klar, so hammerwahr und immer da. Und interstellar ist es tanzbar, tanzbar, ja, interstellar ist es tanzbar, tanzbar, so gebe ich mein großes Ja, so wunderbar. Ich werde noch ein paar Worte aus der geistigen Welt zu euch geben, zum Abschluss. Ja, einfach, dass ihr mal eure Augen schließt, bei euch seid. Und wenn ich spreche aus der geistigen Welt, bedeutet es einfach Kontakt mit meinem spirituellen Zentrum, das mit euch allen verbunden ist. Und das ist eine große Freude und eine Ehre. Liebe Seelen, die ihr so viel bereits auf der Erde erfahren und erlebt habt, ihr Pioniere, ihr, die ihr offen seid, in einem Teil eures Herzens immer offen wart, die andere Ebene zu erkennen, zu sehen, immer wieder das Spiel zu erkennen und zurückzutreten, um zu beobachten. Und einfach nur Raum zu lassen für das, was jenseits des Schleiers der Illusionen hier auf der Erde existiert. Sei willkommen, Seele, sei so willkommen. Denn all dies, was du gegeben hast, was du aufgenommen, losgelassen, scheinbar verloren, aber auch wiedergefunden hast, all dies, Seele, kommt dir jetzt zugute in deiner Reise tief hinein, dahin, wo all das, was die Wellen des Außen sind, keinen Zugang mehr hat. In der Tiefe des Ozeans, des Seins, Seele, weißt du, dass die Existenz dich liebt. Weißt du, dass es nichts gibt zwischen dir und einer anderen Seele? Fühlst du zutiefst, dass du eins bist mit allem, was existiert? Und dies, geliebte Seele, wird dein Weg sein, dein Weg,
dass du tiefer und tiefer im Ozean des Seins eintauchst und dich gleichfalls ausdehnst und mitspielst auf der Erde, aber nicht, indem du dich darin verlierst, sondern indem du weißt, wer du bist. Du weißt, Seele, wer du bist. Erinnere dich, erinnere dich. Es ist so viel Liebe in dir. Es ist so viel Wahrheit in dir und Freude. Und jetzt ist die Zeit, dass du all dies teilst, mitteilst und gleichsam in dir diesen Raum ausdehnst, diesen Raum von Liebe, diesen Raum deiner Essenz. Hab Dank, liebe Seelen, hab Dank für euer Hiersein. Ihr wisst nicht, wie sehr wir euch achten, wie sehr wir uns vor euch verneigen, wie sehr wir euch lieben. Hab Dank und dem göttlichen Sein, das durch dich wirkt, Seele, in jeder Zelle, alle Zeit zum Gruße, dem göttlichen Sein zum Gruße.